Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Pokémon Schwarz 2 Erfahrungsberichtes, wo ich euch meinen allerersten Playthrough vorstelle. Beim letzten Mal haben wir den dritten Orden ergattert, die Wüste durchquert und sind nun auch in Rayonu's City angekommen. Zudem haben wir auch einen Shiny Slimer gefunden. Und nun müssen wir uns auf den vierten Orden vorbereiten. Dafür muss ich logischerweise meine Pokémon noch trainieren und als ich auf der nächsten Route ankomme, wartet dort bereits Belle auf mich. Diese möchte mir durch eine neue Funktion, die es nur in Schwarz und Weiß 2 gibt, näher bringen. Und zwar die versteckten Lichtungen. Auf verschiedenen Routen gibt es unterschiedliche Lichtungen, die man betreten kann, wo man dann verschiedene Sachen finden kann. Das können zum Beispiel Items oder auch wilde Pokémon sein. Das Besondere dabei ist, dass diese Pokémon ihre versteckte Fähigkeit haben können. Und das ist ziemlich cool, weil versteckte Fähigkeiten auch in der fünften Generation eingeführt wurden. Vorher kam man eigentlich nur über das Traumradar an diese ran, aber mit diesen Lichtungen kriegt man zumindest einige bereits während des Durchspielens. Und ich könnte mich jetzt irren, aber ich glaube, das ist die einzige Methode in allen Pokémon-Spielen, in der man überhaupt versteckte Fähigkeiten während des normalen Durchspiels bekommen kann. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Ich verstehe nicht ganz genau, warum wir das nicht öfters bekommen haben. Ich dachte auch anfangs, dass es etwas schwieriger wäre, versteckte Lichtungen zu entdecken, weil ich anfangs nicht erkannt habe, woran ich die denn erkennen soll. Die Bäume sind quasi ein bisschen zusammengewachsen und haben so eine dunkle Stelle. Aber ganz ehrlich, eigentlich sind sie ziemlich leicht zu finden. Natürlich gibt es auch ein paar, nach denen man suchen muss, aber das liegt nicht daran, dass man sie nicht erkennt, sondern einfach, dass sie an Orten sind, wo man erstmal hingelangt muss. Und ehrlich gesagt finde ich sowas als Belohnung relativ cool. Das Pokémon, was in der Lichtung antreffen, ist ein Pikachu. Und das ist ziemlich traurig, weil ich mir kurz vorher eins gefangen habe. Das bedeutet, das ist Dupes und dann töte ich das Pikachu halt und kann mir dafür auf der nächsten Route zwei Pokémon holen. Hätte ich das gewusst, wäre ich erst da reingegangen. Naja, kann man jetzt nichts machen. Aber wie gesagt, habe ich auch vor, mir weitere neue Pokémon zu holen und ich habe gleich mehrere Encounter. Darunter ein Molimorba, ein Waumball und ein männliches Wadribi. Ich glaube, das ist der schlechteste Encounter, den du in irgendeiner Nuzlocke bekommen kannst. Denn falls ihr es nicht wisst, Wadribi ist ein Pokémon, das ich nur entwickeln kann, wenn es weiblich ist. Das bedeutet, ich habe jetzt einfach ein Wadribi. Und das war's. Ich hasse meine Encounter in diesem Spiel. Nachdem ich das alles gemacht habe, treffe ich jedenfalls auf Rosie, welche gegen die beiden Metromeister antreten möchte und uns nach Hilfe fragt. Wie der Name es bereits sagt, sind das die Meister der Metro und da kann man halt reingehen, um halt Kämpfe zu bestreiten, um GP zu gewinnen. Für die neueren Spieler, das ist quasi das Kampfhaus. Was ich nur sehr interessant finde, ist, dass ich erstmal gar nicht wusste, wer Rosie überhaupt ist. Ich gehöre zu den Leuten, die halt immer den Typen nehmen, weil, naja, ich bin ein Typ und deswegen nehme ich halt auch einen Charakter, der mich repräsentiert. Ich weiß, viele nehmen die Mädchen Videospielen, was ich teilweise ein bisschen weird finde, aber teilweise auch etwas verstehen kann, weil in den neueren Teilen die Frauen teilweise bessere Kleidungsstücke haben. Und ich als jemand, der Character Customization liebt, kann das schon durchaus nachvollziehen. Aber wir brauchen jetzt nicht so tun, als ob die meisten Typen nicht die Frauen aus einem anderen Grund nehmen würden. Auf jeden Fall musste ich erstmal nachgucken, wer die überhaupt ist. Und egal, ob man jetzt den männlichen oder den weiblichen Charakter nimmt, das ist der einzige Zeitpunkt, in dem man das Gegenstück überhaupt im Spiel antrifft. Ich meine, okay, man wollte aus irgendeinem Grund einen anderen Charakter einmal einbauen, aber irgendwie finde ich das ziemlich unnötig. Ich glaube, da hätte man die eigentlich komplett weglassen können, um ehrlich zu sein. Naja, die Metromeister kurz besiegt und wir machen uns auf zur Arena. Allerdings können wir noch nicht in die Arena reingehen, denn wir müssen zuvor noch etwas erledigen. In Schwarz und Weiß 2 wurde die Rayonu City Arena nämlich abgeändert. Und um in diese reinzukommen, muss man zuerst die alte Arena schaffen. Das heißt, erst einmal die alte Arena mit dem Achterbahndesign fertig machen, am Ende bloß einen lächerlichen Paraheiler bekommen und dann können wir auch endlich in die richtige Arena rein. Doch bevor ich das mache, wurde ich tatsächlich von meinem Chat darauf hingewiesen, dass es einen statischen Encounter gibt, den ich mir holen kann. Und zwar kann man sich in Schwarz 2 jeden Donnerstag in der Wüste ein Gryphaelis auf Level 25 fangen. Und das ist ziemlich gut, weil sich dieses Pokémon erst auf Level 54 normalerweise entwickeln würde. Und in Weiß 2 würde man jeden Montag ein Waschaquill fangen können. Ich kann schon mal sagen, dass es nicht die einzigen statischen Pokémon bleiben werden, die es in diesem Spiel zu fangen gibt. Es gibt wirklich sehr viele verschiedene Gelegenheiten, an wirklich richtig coole Pokémon zu kommen. Und wieder, warum gibt es das nicht in den neueren Teilen? Das ist mega cool, vor allem, weil die auch die Chance haben, hier die versteckte Fähigkeit zu bekommen. Das Gryphaelis, was ich gefangen habe, hat diese Fähigkeit sogar, und zwar Bruchrüstung. Ich muss zugeben, ja, das ist auf einem Gryphaelis ziemlich schlecht, aber prinzipiell trotzdem cool, dass das überhaupt geht. Ich meine, klar, für die Arena bringt mir das gar nichts, aber hey, trotzdem coolen Pokémon zu haben. Und apropos Arena, jetzt fordere ich diese endlich heraus. Meine Pokémon sind gelevelt und my body is ready. In Schwarz und Weiß 2 ist die vierte Arena ein Catwalk und man tritt gegen die einzelnen Trainer nacheinander an. Und danach kämpft man gegen Camilla, welche ein Redesign bekommen hat. Und wieder, das ist eigentlich ziemlich cool. Die Tatsache, dass sie ein Model ist, wird hier sehr gut eingebaut. Und auch, dass sich in den zwei Jahren ihr Fashion Sense ändert, einfach weil sie mit der Zeit geht.
Ich meine, prinzipiell ist mir Camilla egal, die juckt mich nicht, auch wenn ich weiß, dass sie ziemlich beliebt ist. Aber es geht mir darum, warum zur Hölle hat denn nur Camilla ein Redesign bekommen? In Schwarz und Weiß 2 gibt es 3 neue Arena-Leiter. Und die 5 anderen sind aus dem Original übernommen worden. Und ja, ich finde es super, dass es neue Arena-Leiter gibt, aber hätte man nicht irgendwie allen ein Redesign geben können? Keine Ahnung, so ist Camilla halt die Einzige, das ist halt cool, aber auch irgendwie schade, oder? Die erste Trainerin der Arena hat ein Elekid, welches zwar mein Slimer paralysiert, aber welches sich auch sehr leicht besiegen kann. Und danach wird Vati in den Kampf geschickt. Dagegen habe ich Schaufler und habe mir gedacht, dass ich damit besiegen könnte, aber leider bin ich paralysiert, weswegen das Vati dann gegen mich Baumwollsaat einsetzt und noch um eine Initiative senkt. Das wäre an sich alles kein Problem, wenn dieses Vati kein Elektroball hätte. Und an sich wäre das auch nicht so schlimm, wenn es keinen Volltreffer landen würde und dadurch mein Shiny Slimer besiegt. Will die mich verarschen? Ich habe es nachgekalkt. Ohne Volltreffer hätte mich dieser Elektroball nie im Leben besiegen können. Nicht einmal, wenn mein Slimer 0 Defense der Spezialverteilung gehabt hätte. Ey, ich bin so angepisst, als ob ich hier gerade mein Shiny verloren habe. Tja, und dadurch habe ich ein Teammitglied verloren. Was bedeutet, dass ich mein Team jetzt nochmal neu aufstellen darf. Aber ich wollte jetzt nicht einfach so in den Kampf reingehen und noch mehr Pokémon riskieren. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, erstmal mit Sedimantu zu tauschen, damit ich jetzt zu einem Brockholos entwickeln kann. Ich finde es so lustig, wenn mich ganz viele Leute im Stream fragen, wie willst du das Pokémon entwickeln? Du müsstest es ja tauschen. Das ist auch richtig, aber ich spiele meine Spiele auf dem 3DS und nicht auf dem Emulator. Und naja, ich habe mehrere 3DS und Spiele zu Hause demnach. Ich sehe nicht ganz, wo das Problem liegt. Ist es inzwischen so merkwürdig, Spiele auf der normalen Konsole zu spielen? Weil ich mache das halt immer und ich bekomme diese Frage so häufig gestellt. Ich meine, klar, wenn ich an ein Spiel nicht rankomme, dann spiele ich es auf dem Emulator. Aber ansonsten eigentlich immer ganz normal. Aber mit meinem Brockolos kann ich mich endlich Camilla stellen. Sie beginnt mit einem Emolga und ich mit meinem Brockolos, weil ich wusste, dass sie damit beginnt und wahrscheinlich auf Voltwechsel geht. Felsgrab ist aber immer mein bester Angriff, egal ob sie jetzt rauswechselt. Einfach, weil das am stärksten von mir ist und auch die Initiative der Gegner senkt. Sie geht auf jeden Fall raus in Evati und mein Angriff verfehlt. Okay, fängt der wieder gut an. Dann geht ihr Vati wieder auf Voltwechsel und ich gehe ein weiteres Mal auf Felsgrab. Nun kommt ihr Emolga rein und mein Angriff geht schon wieder daneben. Aber okay, ich habe gesehen, wie viel Schaden sie mir macht und ich werde diesen Angriff überleben. Was ist hier los? Was ist passiert? Will mich dieses Spiel eigentlich verarschen? Ja, es werden bestimmt Leute kommen und sagen, du hättest auch heilen können, du spielst doch mit Heil-Items. Ja, aber ganz ehrlich, ich hatte in dem Moment einfach keinen Bock da drauf. Ich war mega angepisst. Warum gehen all meine Attacken daneben? Wieso bekomme ich einen Volltreffer? Warum sterben alle meine Pokémon? Vor allem habe ich jetzt noch nicht einem einzigen Pokémon Schaden zugefügt und mein Brockolos ist tot. Geil. Ich entscheide mich dann dazu, mein Radikal rauszugehen, weil es wahrscheinlich am meisten Schaden drücken wird. Und ich schaffe es zumindest auch, das Vati und das Emolga ein bisschen anzuschwächen. Aber weil ich Angst davor habe, noch ein Pokémon zu verlieren, gehe ich nun raus in meinen Elfhuhn. Ach ja, ich habe neben meinen Elfhuhn, das heißt Markus, was geht. Und durch den Voltwechsel wechselt Camilla in Zebritz, welches Nitro-Ladung hat. Allerdings wusste ich, dass mich das nicht besiegen wird und ich habe mit Gigasauger zumindest einen guten Angriff, mit dem ich gut Schaden drücken kann. Und fragt mich auch wieder bitte nicht warum, aber aus irgendeinem Grund geht das Zebritz nur auf Verfolgung und nicht auf Nitro-Ladung. Ich würde echt gerne wissen, wie zur Hölle Pokémon-KI funktioniert. Weil, warum denn jetzt Verfolgung? Nitro-Ladung ist sehr effektiv. Ich kann das verstehen, wenn man wenig KP hat, wie mit meinem Larry gegen das Rollum. Aber warum sollte ich hier rauswechseln? Das macht ja gar keinen Sinn. Naja, auf jeden Fall kriege ich so relativ fix das Zebritz besiegt. Immerhin eine gute Sache. Die Sache ist nämlich die, ich hatte ursprünglich auch Angst davor, dass es Emolga vielleicht sowas wie Akrobatik hat. Aber nein, das kann Elfhuhn einfach nicht treffen. Und dadurch erringe ich nun auch den 4. Orden. Ich bin trotzdem angepisst. Und deswegen würde ich sagen, dass wir heute den Part beenden werden und beim nächsten Mal schauen, wie es weitergeht. Seid auch beim nächsten Mal mit dabei, wenn wir auf die gute Seite von Team Plasma treffen und die nächste Arena herausfordern. Ansonsten, bis zum nächsten Mal und tschüss.